Das Mikey 28mm f2.8. Ich habe dieses Objektiv jetzt neu und in diesem Video gibt es das Unboxing. Am Ende des Videos gibt es dann noch ein paar erste Beispielbilder, die ich jetzt schon gemacht habe. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Ich habe von Mikey das 28mm f2.8 zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, in diesem Video gibt es mal ein kleines Unboxing dazu. Mal schauen, was hier alles drin ist, wie das Objektiv ist. Und dann nach dem Unboxing werde ich auch noch kurz ein paar Worte darüber verlieren, was mein erster Eindruck zu diesem Objektiv ist. Und wie schon gesagt, ganz am Ende gibt es dann schon die ersten paar Beispielbilder. Aber jetzt erstmal das Unboxing. So, hier haben wir die Box. Und ja, hier außen hat man nochmal das Objektiv in der Seitenansicht, beziehungsweise hier mal so ein bisschen von oben. Wie gesagt, das ist das 28mm f2.8 Objektiv von Mikey. Das Ganze ist ein APS-C Objektiv und hat einen 49mm Filterdurchmesser. Hier steht nochmal dasselbe und nochmal dasselbe und nochmal dasselbe. Das Einzige, was hier dazu kommt, ist, dass das Ganze natürlich für Sony E-Mount ist, denn ich möchte das an meiner Sony Alpha 6000 nutzen, die auch gerade filmt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier los und machen mal die Box auf. So, als erstes haben wir hier eine kleine Tasche für das Objektiv. Die ist innen ein bisschen gefüttert. Ich dachte schon, das wäre nur dieses Plastikmaterial, aber dadurch, dass die innen gefüttert ist, ist die sicherlich auch ein bisschen schützend. Und an sich, das Objektiv liegt ja eh im Kamerarucksack, wo es auch nochmal geschützt ist. Also schon mal ein schönes Accessoire hier, die Tasche mit dazu. Dann haben wir hier ein bisschen Silikagel, damit das Ganze nicht feucht wird. Ein kleines Putztuch mit dazu, damit das Objektiv auch immer schön sauber bleibt. Davon kann man nie genug haben, denke ich mal, also auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch den Papierkram, die Garantiebescheinigung, auch nicht verkehrt. Immer schön aufheben, falls man was sein sollte mit dem Objektiv. Nun aber zum Wichtigsten, nämlich zum Objektiv selber. Es ist verdammt klein. Also ich wusste, dass es klein wird, aber dass es so klein wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Wenn wir jetzt hier einmal die hintere Klappe und die Schutzblende abnehmen, dann ist das so ein winziges Objektiv. Selbst verglichen zum Beispiel mit dem Kit-Objektiv, was ja nun auch nicht gerade ein Riese ist, wirkt das einfach so klein, so genial. Und das Kit-Objektiv wirkt einfach riesig. Riesig dagegen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze an der Kamera ausschaut. Und noch mehr bin ich gespannt, wie die Bilder von diesem Objektiv werden. Hier haben wir nochmal alles draufstehen. Mikey Multicoded, also mehrfach vergütet. Der minimale Fokusabstand ist 25mm oder 0,8 Fuß. 49mm Filterdurchmesser, Blende 2,8 bei 28mm. Das Ganze ist ein komplett manuelles Objektiv. Und ja, man hat hier einen Ring für die Blende, der ist klicklos, das heißt, man kann die Blende stufenlos verstellen und dann noch den Ring für den Fokus. Das ist das gute Stück. Also ich bin wirklich sehr überrascht, wie klein es ist. Ich wusste ja, dass es klein ist, aber dass es so klein und kompakt ist, das haut mich echt vom Hocker. Ich werde das Ganze jetzt mal in den nächsten Tagen, Wochen testen und dann wird es dazu natürlich ein Review geben. Aber der erste Eindruck ist sehr schön. Es ist sehr viel mit Metall gemacht. Die Stellringe lassen sich angenehm bewegen. Also ich denke mal, damit wird das Fotografieren echt eine Freude sein. Aber wie gesagt, wenn ich das dann getestet habe in ein paar Wochen, werdet ihr dazu natürlich auch ein Review kriegen. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Objektiv oder Vorschläge habt, womit ich das Objektiv mal vergleichen soll, dann ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns spätestens Freitag wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.